14.30 Uhr, liebe Zuschauer, und Sie sehen, bei mir im Studio ist Thorsten Küffner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Schönen guten Tag und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben heute die Sendung so ein bisschen, naja, ich möchte mal sagen, eingegrenzt auf ein etwas engeres Thema. Und liebe Zuschauer, vielleicht sind Sie auch einer der Dividendenjäger, dann sollten Sie jetzt ganz besonders aufpassen, denn wir wollen uns mal die Dividendenmöglichkeiten bei den einzelnen Ölunternehmen anschauen. Weshalb ist es überhaupt oder ist es überhaupt lukrativ, als Dividendenjäger hier bei den Ölkonzernen zu schauen? Ja, also absolut. Also in den vergangenen Jahren waren die Ölkonzerne eigentlich mit die spendabelsten und eigentlich auch die zuverlässigsten Dividendenzahler. Und im Zuge des Ölpreisverfalls, des massiven Ölpreisverfalls, sind ja auch viele Aktienkurse deutlich unter Druck geraten, wodurch natürlich auch die Dividendenrendite wirklich jetzt mittlerweile bei einigen Firmen wirklich sehr, sehr rosig aussieht. Allerdings muss man natürlich sagen, es ist nicht bei allen so sicher, dass auch wirklich die Dividende gezahlt wird. Und da kann es dann vielleicht doch bei dem einen oder anderen Unternehmen zu mitunter bösen Überraschungen kommen. Und ja, wir können jetzt mal so ein paar Werte durchgehen, die eben sie eben sicher die Dividende zahlen können oder vielleicht doch eher kürzen müssen oder gar streichen müssen. Und wie gesagt, da gibt es einige interessante Fälle. Damit starten wir auch direkt durch. Sie haben uns hier Petrobras mitgebracht. Das ist ein brasilianischer Ölkonzern. Da sehen wir natürlich heute 3,3% im negativen Bereich. Und diese Spitze, gut, natürlich, klar, der Gesamtölpreis ist nach unten gegangen. Aber kann man hier tatsächlich mit Dividenden noch punkten? Also aktuell weist Petrobras fast eine Dividendenrendite von 9-10% aus. Allerdings könnte es vielleicht sogar heute Abend schon damit vorbei sein, denn man muss sehen, dieser Kursrutsch ist nicht nur dem schwachen Ölpreis geschuldet, dem schwachen brasilianischen Real, der auch quasi durch Währungseffekte natürlich auch den Kursen Euro nochmal nach unten drückt, sondern auch einem Korruptionsskandal. Und der hat sehr weite Kreise gezogen. Es sind einige Regierungsmitglieder sogar betroffen. Der Konzern wurde offenbar auch erleichtert im Rahmen dessen. Und deswegen konnte man bis jetzt noch keine Zahlen für das dritte Quartal 2014 vorlegen. Also das ist natürlich sehr normal, wenn die schon vor Monaten eigentlich hätten veröffentlicht werden müssen. Jetzt werden sie womöglich heute Abend veröffentlicht. Und da mutmaßen einige Experten schon, dass es auch zu massiven Abschreibungen und Wertberichtungen kommen muss und dass man dann tief in die roten Zahlen gerutscht ist. Und das könnte schon dazu führen, dass vielleicht Petrobras bei der Dividende einen deutlichen Einschnitt vornimmt oder sie vielleicht ganz und gar streicht. Also das Gros der Analysten geht noch nicht davon aus. Man muss allerdings sagen, absolut sieht es natürlich jetzt gut aus mit einer Dividendenrendite von 9-10%. Allerdings muss man sehen, wie nachhaltig wird diese gezahlt werden. Und ich meine, vielleicht kann es Petrobras sich noch mal leisten, für 2014 die Dividende auszuschütten und aufrechtzuerhalten. Allerdings muss man sehen, der Konzern ist sehr hoch verschuldet. Also die Schulden übersteigen mittlerweile schon den Umsatz. Und die Ratingagentur S&P hat jetzt auch wieder das Rating gesenkt. Also für Petrobras wird es in den kommenden Jahren immer schwieriger werden, an Geld zu kommen. Und wenn man jetzt da noch einige Millionen an die Aktionäre ausschütten muss, eigentlich ohne Not, denn jeder würde es verstehen, dass aktuell Petrobras auf die Bremse tritt und sagt, wir hatten ein Katastrophenjahr 2014, Ölpreisabschluss, Korruptionsskandal und so weiter. Wir streichen einfach einmal Dividende und horten unser Geld zusammen. Das wäre wirklich sinnvoll. Also Herr Küffner, dann haben Sie uns gleich zu Anfang schon hier die Bad News mitgebracht, Korruptionsskandal. Ja. Ölpreisverfall wussten wir ja in dem Fall schon. Hier also erstmal die Finger weglassen. Hier kann man nicht groß die Dividende wahrscheinlich einstreichen, oder? Also für Dividendenjäger wäre es definitiv jetzt keine Aktie. Es wäre jetzt was für Zocker, die wirklich sehr hart gesocken sind. Man muss ja wirklich auch sagen, Petrobras zählt zwar zu den Top 5 in der Welt, was die Reserven angeht. Man hat aber einen Großteil der Ölreserven in der Tiefsee, teilweise bis zu 6000 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das ist sehr teuer, die zu erschließen. Ich meine, man rechnet so mit $60 pro Barrel, die man braucht, um eben lukrativ zu arbeiten. Und davon sind wir jetzt aktuell doch noch weit entfernt. Deswegen, wie gesagt, Petrobras ist eine ganz heiße Wette auf eine Erholung des Ölpreises. Dann können die Aktien natürlich deutlich steigen. Aber wie gesagt, für konservative Anleger ist die Aktie absolut nicht zu gebrauchen. Also, liebe Zuschauer, merken, nur für Zocker Petrobras, ansonsten für die etwas Konservativen. Lieber erstmal die Finger weglassen und heute Abend abwarten. Schauen wir mal, ob es bei dem nächsten Wert etwas besser aussieht. BP etwas bekannter als Petrobras, da muss man sagen, sehen wir zumindest, was die Performance angeht, da hat man sich jetzt wieder ein bisschen besser gefangen. Gut, wir haben trotzdem ein Minus von 1,2%, aber kann man denn hier mit Dividenden mehr erhoffen, mehr rausschlagen? Ja, schon. Man muss natürlich sehen, BP, da gibt es so ein Damoklesschwert. Man wird ja eine Strafe erhalten von vom US-Gerichten wegen der Ölpest 2010. Man hat sich jetzt mittlerweile, man hat ja die größten Schäden beseitigt, man hat auch teilweise viele Kompensationen gezahlt. Und jetzt gibt es nämlich eine Strafe, die könnte bis zu $14 Milliarden betragen. Es sollte schon ein großer im Kurs eingepreist sein. Also wenn es vielleicht ein bisschen weniger werden, könnte es sogar sein, dass man vielleicht jetzt einen kleinen positiven Effekt bei der Aktie sehen. Aber das ist jetzt wirklich noch so eine Sache, wo man auch sagt, okay, wird wirklich jetzt hier eine hohe Strafe fällig, dann könnte es die Aktie nochmal unter Druck setzen. Und da wir heute das Thema Dividenden haben, könnte es natürlich dazu führen, dass vielleicht BP auch
ein bisschen Einschnitte bei der Dividende vornimmt. An sich muss man sagen, BP ist vor allem in der Hand von großen britischen Pensionsfonds. Die sind sehr angewiesen auf hohe Dividendenausschüttungen, gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase. Und sie haben schon 2010 immer wieder darauf gepocht, dass BP auch die Dividende aufrechterhält, obwohl es ja wirklich am Schluss dann fast schon existenzbedrohlich wurde. Da hat man dann eingelenkt, hat gesagt, okay, wir verzichten eben auf die Dividende. Und da konnte BP dann quasi jetzt wirklich durchsetzen und sagen, wir sparen das Geld lieber ein. Jetzt dieses Jahr wird es spannend. Wie gesagt, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie hoch das Urteil ausfällt, welche Schadenshöhe man eben dann zu erwarten hat. An sich. Aber bei dem Urteil, na klar, 14 Milliarden, das ist ein ordentlicher Batzen. Aber man muss trotzdem dazu sagen, diese Katastrophe, die da passiert ist, das ist ja jetzt auch nicht, Überraschung, das ist jetzt ja, auch eine genau. Weile her. Hat man da nicht auch Rücklagen gebildet? Man hat schon etwas Rücklagen gebildet. Man hat letztens vor Gericht auch wieder erklärt, ja, das könnte man nicht stemmen und so weiter. Dann wurde eben vorgebracht, man kann das auch in Raten abstottern. Also BP wird schlecht drum rumkommen, glaube ich mal. Also es wird ja ein sehr spannender Fall. Also Fakt ist, es würde den Konzern definitiv nicht komplett umwerfen. Aber wie gesagt, die Dividende könnte es da vielleicht schon etwas betreffen. Natürlich, wie Sie sagen, es ist ja jetzt kein neues Phänomen, was da auf einmal aufgetreten ist. Man hat immer damit gerechnet, irgendwann kommt auch noch die Strafe von US-Gerichten, von US-Justiz. Und daher ist zum Beispiel BP-Aktie im Branchenvergleich auch relativ günstig bewertet, weil man eben noch dieses Risiko der Gerichtsurteile hat. Aber an sich, wie gesagt, man ist definitiv hier besser aufgehoben als Dividendenjäger als bei Petrobras. Man muss aber auch sagen, also der für dieses Jahr erwartete Gewinn würde in etwa fast genau die Dividendenausschüttung gerade noch so garantieren. Wenn der Ölpreis vielleicht etwas weiter abrutscht oder auf dem aktuellen niedrigen Niveau bleibt, dann könnte es vielleicht schon schwierig werden, dass eben BP die Dividende teilweise auch aus der Substanz zahlen müsste. Also wie gesagt, da mal eben die britischen Pensionsfonds haben, die unbedingt Geld sehen wollen, könnte schon sein, dass man die Dividende aufrechterhält. Aber man hat halt schon ein bisschen ein Risiko. Also aktuell 6,2% oder sowas hier geboten wird. Also schon sehr ordentlich. Aber wie gesagt, noch mit Vorsicht zu genießen. Es könnte auch sein, dass etwas weniger, wobei, mein Gott, ich glaube so 4,5%, 4 wären jetzt auch kein Beinbruch. Also Herr Küffner, ich muss ja sagen, Sie haben jetzt von der ersten von Petrobras etwas abgeraten, haben gesagt, nur für Zocker hier, Sie sind sich ein bisschen sicherer. Jetzt bin ich gespannt, ob der nächste Wert hier tatsächlich die ordentliche Schippe draufsetzen kann. Wir haben Royal Dutch Shell, eigentlich auch ziemlich bekannt, die orange-rote Muschel. Und hier muss man sagen, sind wir ebenfalls deutlich im Minus. Glauben Sie, dass man hier, ist das jetzt wirklich der erste Wert auf dem Treppchen oder sagen Sie da auch, na ja, da kann man auch noch was? Doch, also hier sind wir schon relativ sicher. Ich meine, man muss jetzt auch sehen, wir kommen hier von 26, 27 Euro, ist jetzt deutlich gelaufen bis auf 31. Jetzt heute eben mal der Abschlag, das ist im aktuellen Marktumfeld jetzt auch ja, zu rechtfertigen. Ist auch gut, wenn man immer wieder kurze Rücksätze hat. Royal Dutch Shell, das ist eigentlich ähnlich wie bei BP. Auch hier haben wir britische Pensionsfonds, die unbedingt Geld sehen wollen. Und man muss auch sehen, aktuell wird die Dividende von Analysten mit so knapp 1,80 Dollar erwartet. Für das laufende Jahr, trotz des geringen Ölpreises, rechnen Analysten eigentlich damit, dass man so knapp 2,10 Dollar, 2,20 Dollar verdient. Also Shell könnte auch auf dem aktuellen Niveau, auch dieses aktuelle Dividendenniveau halten. Und das ist schon sehr gut. Auch hier haben wir über 5,5% knapp. Und wie gesagt, Shell gefällt uns sehr gut. Man ist von den Reserven gut aufgestellt, die Bewertung ist niedrig. Man ist global sehr breit aufgestellt. Die Bilanz ist sehr in Ordnung. Also man ist bilanziell wesentlich stärker aufgestellt als etwa Petrobras. Auch etwas besser als BP. Und wie gesagt, hier haben wir eben nicht das Damoklesschwert einer US-Justizentscheidung, die mal schnell 14 Milliarden kosten kann. Also Royal Dutch Shell ist eigentlich schon eine Aktie, wo man sagen kann, die legt man sich ins Depot. Und da kann man eigentlich schon mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass man eben so die 5,5% pro Jahr dann eben abstauben kann. Sollte der Ölpreis nochmal deutlich tiefer fallen, was ich aber nicht glaube. Also vielleicht machen wir noch einen kurzen Tipp nach unten, aber ich glaube im Endeffekt, wir haben den Großteil des Abverkaufs, dürfen wir schon hinter uns haben. Und ich glaube schon bei Royal Dutch Shell kann man relativ sicher von einer hohen Dividendenrendite über 5% ausgehen. Sie sagten gerade, Sie glauben, dass man tatsächlich so die ja, fast tiefsten Kurse beim Ölpreisverfall schon gesehen hat. Jetzt geistert dieses Thema ja schon seit Wochen, seit Monaten überall um uns herum. Wir freuen uns, wenn wir an die Tankstelle fahren. Natürlich gibt es auch einige Einzelunternehmen, die sich darüber deutlich freuen. Aber jetzt fragen sich natürlich die Anleger, geht es noch weiter runter? Weil mit diesen Kursen hatten wir ja beim Ölpreis auch, ich sag mal, vor 4, 5 Monaten so noch nicht gerechnet, oder? Ja, das war, wie gesagt, es waren mehrere Sachen. Also wie gesagt, vor allem die Entscheidung der OPEC, dass man eben nicht dagegen vorgeht, dass man die Fördermenge nicht kurz, das hat den Markt schon wirklich regelrecht geschockt. Man hat es ja gesehen, da ging es von 80 Dollar eigentlich schnurstracks nach unten. Ich glaube schon, dass wir jetzt so den Boden
fast erreicht haben oder schon erreicht haben. Denn man muss einfach sehen, sehr, sehr viele Ölquellen lohnen sich einfach nicht mehr jetzt zu schließen. Ich meine, wir haben bei Fracking haben ja auch Kosten von normalerweise bis zu 70 Dollar pro Barrel. Das Geschäft in der Tiefsee wie bei Petrobras braucht man 60 Dollar pro Barrel, um es lukrativ zu fördern. Und auch viele Ölsandprojekte in Kanada lohnen sich jetzt beim aktuellen Preis eigentlich nicht mehr. Das Problem ist, es wurden schon viele Investitionen hochgefahren. Die Firmen haben das Land bereits gekauft, haben die Maschinen schon bereitstehen. Jetzt muss man im Endeffekt nur noch bohren. Und das macht man auch eben, um eben möglichst viel noch rauszuholen und dann eben die Verluste möglichst gering zu halten. Aber die neuen Investitionen geraten ins Stocken. Also es werden auch in den USA immer weniger neue Anträge für Bohrungen gestellt. Das Angebot wird allmählich zurückgehen. Und so ab Mitte des Jahres dürfte im Endeffekt Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sein. Also wird sich auch hier wieder... Und von daher glaube ich schon, dass wir jetzt dann das im Übrigens etwas vorwegnehmen dürften. Schauen wir zum Schluss nochmal auf Chevron, auch hier der Jahreschart. Da sehen wir jetzt einiges an Abschlägen, an Volatilität, jetzt aber auch wieder etwas besser aufgestellt. Dividendentipp für Sie? Absolut, denn man muss ja einfach sehen, Chevron gehört ja zu den Dividendenaristokraten. Und das wird man nicht so leicht. Man muss mindestens 25 Jahre in Folge die Dividende immer angehoben haben. Und so etwas, so ein Status, den gibt man nicht einfach her, nur weil jetzt der Ölpreis mal kurzzeitig vielleicht auf 40 Dollar rauscht. Zumal Chevron auch von den großen weltweit operierenden Öl- und Gasförderern eigentlich ein der Konzern ist mit den schlankesten Strukturen, mit den niedrigsten Kosten. Also Chevron würde sich sicher leisten können, selbst wenn man vielleicht mal die eine oder andere Dividende aus der Substanz stemmen muss, dass man sagt, okay, wir halten die Dividende aufrecht. Aktuell haben wir halt etwas weniger als 4% Dividendenrendite, also wesentlich weniger als bei Petrobras, okay, wobei das ja unsicher ist, aber auch jetzt bei BP oder Shell. Chevron ist im Endeffekt von den vier vorgestellten Aktien eigentlich diejenige, wo man am sichersten davon ausgehen kann, dass die Dividende stabil bleibt, beziehungsweise ja weiterhin angehoben werden muss, damit man eben zum Aristokratenclub weiterhin hinzugehört. Von daher glauben wir, Chevron ist die sicherste Variante. Allerdings, wie gesagt, bekommt man dafür eben auch etwas weniger Rendite und auch das Kurspotenzial ist etwas geringer als jetzt beispielsweise bei Shell. Also Chevron, Ihre Top-Empfehlung für die Dividendenjäger? Ja, okay, Top-Empfehlung vielleicht dann eher Shell, wenn man so etwas für die ganz konservativen Chevron, für die etwas mehr Mut haben und das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet unserer Meinung nach eigentlich schon Shell. Dann sage ich vielen Dank, Thorsten Küfner. Ja, liebe Zuschauer, jetzt müssen Sie natürlich entscheiden, zu welcher Sorte Sie gehören. Sind Sie eher der absolut Konservative oder sagen Sie, naja, wir schauen uns doch nochmal Royal Dutch Shell an. Ihre Entscheidung, auf jeden Fall freue ich mich natürlich, wenn Sie sich entscheiden, dass Sie wieder bei uns sind.